Hallihallo Leute, heute wollen wir ein Review zu einem Videospiel machen. Und zwar geht es um die Incredible Adventures of Van Helsing. Ich glaube, das ist ein Spiel, was viele im letzten Jahr gar nicht bemerkt haben. Es handelt sich um ein Action-RPG, Diablo-ähnlich. Man rennt durch Welten, killt Monster und lootet sie. Also das altbekannte Spielprinzip. Die Story kann man dabei in so 10 bis 15 Stunden durchspielen. Ich selbst habe aber bereits mehr Stunden in das Spiel investiert, denn ich versuche gerade das Spiel über einen anderen Weg durchzuspielen. Im Spiel hat man einen Kompagnon dabei, der zu einer Party gehört. Das ist ein Geist. Lady Katharina steht einem im Kampf und mit dummen Sprüchen bei. Nein, im Ernst, das Spiel nimmt sich hier nicht ganz ernst und Katharinas Sprüche sind wirklich witzig und es gibt auch immer wieder irgendwie Andeutungen zu Videospielen, Büchern oder Filmen. Sehr cool finde ich, dass die Charakterentwicklung von Katharina und einem selbst völlig dem Spieler überlassen ist. In meinem ersten Durchlauf habe ich mich zum Beispiel als Range Damage Dealer geskillt und Katharina als Tank. In meinem zweiten Durchlauf mache ich das gerade genau andersherum und das Spiel spielt sich völlig anders. Bei der ersten Variante muss man aufpassen, dass die Gegner nicht alle bei Katharina hängen bleiben, sondern auch mal zum Charakter selber rennen. Und bei der zweiten Variante muss man darauf achten, dass Katharina auch immer schön Schaden auf die Gegner machen kann. Durch die verschiedenen Wege, wie man spielen kann, hat das Spiel für mich einen sehr hohen Wiederspielwert. In der Story selbst kämpft man immer wieder gegen die gleichen Gegner und zwar in Gegnerhorden. Als Range Damage Dealer sollte man also kiten können. Darüber hinaus gibt es auch noch interessante Bossgegner. Die Kämpfe haben mir wirklich sehr gut gefallen. Insgesamt muss ich aber sagen, es gibt zu wenig Gegnertypen und auch mehr Bosskämpfe hätten es sein können. Bei der Charakterentwicklung kann man halt wählen, ob man Tank oder Ranged Damage Dealer oder gar Nahkämpfer Damage Dealer spielen möchte. Dabei gibt es Skills für die Waffen und passive Skills, die man dauerhaft hat. Und auch Items gibt es wirklich zuhauf. Allerdings ist mir auch das Skillsystem ein wenig zu wenig. Spielerisch gibt es dann noch ein wenig Abwechslung, denn es gibt einen Level, der eine Art Tower Defense ist. Naja, eigentlich ist das eher das Spielprinzip von Orcs Must Die. Man legt Fallen aus und kann selber noch ein bisschen rumschnetzeln. Der Schwierigkeitsgrad im gesamten Spiel ist wirklich gut gelungen. So bin ich selbst auf Stufe Normal 69 Mal gestorben. Ich bin aber auch kein geübter Spieler des Genres. Man kann das Spiel auch online kooperativ durchspielen und ich habe im Online-Modus gesehen, dass genug Server da sind. An Endgame-Content bietet mir das Spiel aber wirklich wieder zu wenig. Der Höchstlevel ist aktuell 30, ohne die Add-ons, und die Motivation weiterzuspielen besteht in zwei verschiedenen Spielmodis. Einmal gibt es den Szenario-Modus, in dem man in alte Gebiete reingehen kann und die Gegner sind alle stärker als ihr selbst. Und dann gibt es noch den Endlos-Modus, in dem die Gegner immer stärker werden. Euer Level-Cap bleibt aber trotzdem auf 30. Als Negativpunkt muss ich noch anbringen, dass die Ladezeiten mir etwas zu lang sind. Grafisch macht das Spiel dagegen eine gute Figur, wie ich finde. Allerdings ist der Sound wirklich sehr, sehr langweilig. In jedem Gebiet gibt es ein Thema und das wiederholt sich die ganze Zeit. Und auch technisch ist das Spiel nicht ganz perfekt, denn es gibt immer wieder Frame-Einbrüche. Und ein oder zweimal ist mir das Spiel sogar abgestürzt. Trotz aller Kritik muss ich aber sagen, dass mir das Spiel wirklich viel Spaß gemacht hat. Und wir reden hier auch nicht von einem Vollpreistitel, der irgendwie 60 Euro kostet. Das Spiel gibt es mit allen Add-ons bei Steam gerade für 19 Euro. Und dafür ist es wirklich gut. Von mir also eine Kaufempfehlung. So, das war's mit meinem Review von Van Helsing und wir sehen uns beim nächsten Mal.